Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir spielen heute mit Dwight und heute sind wir mal so richtig als Tryharder unterwegs. Ja, ihr seht schon mein Setup. Ich habe Selbstheilung dabei, ich habe den Strike dabei, geliehene Zeit und Sprintboost. Da wird sich der Killer definitiv freuen. Es fehlt eigentlich nur das Brand New Part oder der Insta-Heal. Ich habe allerdings nur Alex Werkzeugkoffer dabei. Naja, was will man machen? Und mein Outfit ist jetzt auch nicht so mega sneaky. Aber trotzdem, von den Perks her bin ich schon ein bisschen tryhard unterwegs. Ich habe auch ein Dingens gedroppt, ein Offering, das ein Haken weniger spawnt. Der arme Killer. Okay, Dwight ist also mal wieder dran und wir sind direkt hier in der Tankstelle. Dachte gerade, ich habe was gehört. Aber habe ich nicht. Also vielleicht habe ich was gehört, aber es war Einbildung. So, gute alte Ruin ist wieder mit drauf. Aktuell treffen wir die Skillchecks sogar noch. Das Problem ist, jetzt habe ich es ausgesprochen. Ihr wisst, was jetzt passiert. Den nächsten Skillcheck werde ich des Todes verkacken und der Generator explodiert oder so. Hallo. So, ich bin einfach mal abgehauen. Jetzt hinter mir her. Wow, Tatsache. Ist das dein Ernst? Dreckiger Stinker. Naja, gut, okay. Ich schaff's zumindest hier hin. Nö. So, da muss man auch einfach mal dann die Palette droppen. Oh Gott, hier wird nichts mehr sein, ne? Ich habe ein Problem, denke ich. Jo. Schade. Ich weiß nicht, ob er campt oder nicht. Ich weiß nicht, ob er campt oder nicht. Deswegen hole ich den Strike. Normalerweise würde ich ihn mir gerne aufbewahren. Das Problem ist halt, ich habe keine Ahnung, ob es ein campender Killer ist oder halt nicht. Boah, nice. Und Sprintboost. I'm out of here. Ist er unsichtbar gegangen? Oh. Geisti, du Sausack. Okay. Jetzt komme ich auch noch in den Keller. Naja, gut. Wollen wir mal schauen, was passiert. Die anderen haben aber immerhin schon zwei Gens fertig. Warum er auf einmal hinter mir her ist, ey? Der muss mich doch kennen. Ganz ehrlich, der andere Typ, der war doch schon die ganze Zeit in der Jagd. Und ich habe meinen Sprintbus auch noch in dem Moment gehabt und alles. Na gut, okay. Warten wir mal ab. Warten wir mal ab. Ja, vielleicht ist das ein Fan-Tribute. Mal schauen. Da ist auf jeden Fall der Jake, dem wir den Arsch mehr oder weniger gerettet haben dadurch. Ich kann mich selber heilen. Okay, und Geissi ist ja ganz hinten. Barbecue confirmed, würde ich sagen. Geh doch noch langsamer. Ah, okay. Geht doch. Man muss nur meckern. Yeah. Aber ich meine, ich kann es verstehen, wenn er einen Sprintboost hat. Ich hätte ihn auch nicht wasten wollen an seiner Stelle. Da ist fertig geworden. Drei Gens sind schon durch. Danke für Ihre Mitarbeit. Ich renne auch. Warum? Weil ich es kann. Der ist fertig. Hier müssten doch noch eigentlich welche sein, ne? Was ist eigentlich mit dem hinten links? Da bin ich bei der Jagd dran vorbeigekommen. Na ja, okay, siehst du. Dann reparieren wir doch mal. Ist sogar noch die Palette, die hat er ja nicht zerstört. Oh Gott, es tut mir leid. Der arme Geisti. Drei Gens schon wieder durch. Müssen ein bisschen Sorge haben, dass er am Ende natürlich Nöte hat, ne? Vielleicht spielt der Geist ja diesmal richtig. So wie ich gestern, Kappa. Ah, er geht unsichtbar. Da hinten sind sie, da. Hat den Hit noch raufbekommen. Okay. Dann arbeiten wir weiter. Mal schauen, wo die anderen sind. Hat eigentlich, ja, der, das ist offen, die Garage, ne? Hat er fertig gemacht, sehr gut. Oh Gott, ich glaube, er ist jetzt auch an der Hütte ungefähr.
Ich hoffe nicht, dass er der Nächste ist, der in den Keller reinkommt. So, hier ist ein Totem, ich weiß. Ich glaube, ich mache aber trotzdem erstmal noch einen Gen. Wir können ja gleich gucken, ob das Totem dann zufälligerweise zum Nöt-Totem wurde. Hier ist auch niemand. Und wir sind hier schön nah am Ausgang. Vor allem, falls ich es jetzt nicht schaffe. Ja, er hat Barbecue garantiert, ne? Also ich glaube schon, dass er Barbecue hat. Und der Typ kommt jetzt leider auch in den Keller. Okay, ich mache hier auf. Und wenn er kommt, muss ich raus. Tut mir leid dann. Vor allem tut es mir leid, weil der mir ja geholfen hat. Okay, 15 Sekunden. Wie lange braucht der Geist wohl von da hinten hierher? Wenn er hierher kommt. Sprintbus wäre ready, glaube ich, rechtzeitig. Ich riskiere es. Ich zieh's mal durch. Okay, er ist nicht hier. Also, halte durch, mein Freund. Ich näher mich langsam, aber sicher, wollte ich gerade sagen. So, wenn du helfen gehst, dann... Oh, hast du kaputt gemacht, okay. Dann gehe ich trotzdem mit und heil mit hoch. Lass uns gemeinsam hier den Maid retten. Kein Nöt. Also die Leute spielen alle geistig falsch, habe ich langsam das Gefühl. Keine Ahnung. Ich glaube, die haben auch die AGBs nicht gelesen. Sorry. War Absicht. Ich wollte mehr Punkte kriegen. Oh, der nächste liegt da vorne. So, das Team schwärmt aus. Nicht retten, nicht retten. Wartet einen Moment. Naja, gut, okay. Das hat nicht so gut geklappt. Ehrlich gesagt. Das wird wahrscheinlich auch nicht so gut klappen. Was ist denn los mit der? Und jetzt, wow. Das war richtig klug. So, ich hau einfach mal so weit ab, wie ich komme. Ah, er ist zurückgegangen. Okay, dann heile ich mich schnell. Ich habe eigentlich schon losgelassen. Hab mich ein bisschen gewundert, dass er mich da wegrabbeln konnte, ehrlich gesagt. Oh Gott, der kommt. Dann hoffe ich, dass er wen anders erwischt und nicht mich. Alle Leute verletzt. Oh, wenn wir jetzt so noch rauskommen, das wäre echt eine Frechheit. Also so wirklich verdient, sieht anders aus. Oh Gott, lauf! Oh mein Gott. Das tut mir jetzt schon wirklich im Herzen weh, der arme Geisti. Der arme Geisti. Aber das war dafür, dass du am Anfang einfach auf mich gegangen bist, statt auf den Jake. Dass diese Aktion wirklich wow. Aber halt auch nur, weil er nicht gecampt hat. Wenn er da jetzt gecampt hätte, dann hätte das alles ganz anders ausgesehen. Und wahrscheinlich hatte der eine Typ irgendwie, wir schaffen das dabei. Kein Pip. Aber war auch eine sehr kurze Runde, ne? Wahrscheinlich war, wir schaffen das am Start. Und, oh, guck mal. Es war sogar... Gar nicht gemerkt. Es war sogar Dingens drauf. Ah, er hat die beiden Addons, dass er schneller am Start ist. Hier. Vergiss mal nicht. War mit dabei. Okay, wir sind lebend rausgekommen. Ich habe keinen Pip bekommen. Ich habe meinen Pip aber in meinen Safe gehabt. Aber die Runde war halt auch nicht so wirklich gut von uns. Was wir immer machen. Und ich würde sagen, wir sind raus. Ich bin raus, meine ich natürlich. Schön, dass ihr mit am Start wart. Kurze, knackige Runde. Diesmal nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Aber... Wir haben überlebt. Was will man mehr? Bis dann. Haut rein. Ciao, ciao.